So, hier haben wir noch eine Tür. Easy. Oh! Hallo! Zu Hause. Ein Revolver. Na, den werden wir doch gleich mal testen. Interessante Lektüre. Olli Olli Toxic Free. Jetzt will ich darüber mal wissen, was das ist. Nein, nein. Toxin. Ach, Toxinabsorber. Entfernt außerdem Ohrenschmalz. Jetzt mit Aktivkohle. Hm. Klingt sinnvoll und gesund. Ja, nevermind. Ach lol, kann man noch freischalten. So, Revolver 94, 100, schade. Ich hör trotzdem mal an. Ja, ein Revolver halt, ne? Wer hätte es gedacht? Wie ist das eigentlich? Okay, gut. Muss ja sicher gehen, dass ich hier nicht Munition verschwende mit dem Nachladen. Was ist los? Evicted. Jetzt müsste man natürlich Englisch können. Hallo, die Herren. Schläger, Vandale, Schläger. Da hinten gehe ich auch noch hin. Dum, 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 dum. Das muss die Paar. Okay. Ah. Diese Viecher eigentlich essen. Das ist so ekelhaft. So. Guten Tag, die Herren. Oh, hier haben wir genügend Munition. Ich würde mal sagen, das habe ich verkackt. Ah, nicht die Trude! Ah! Tapper! Wo stecke ich hier fest? Erstmal in Ziegen, aber. So. Da ist aber noch einer. Dort. Das lief ja mal überhaupt nicht wie geplant. Weil ich nicht zielen kann. Das Ding ist auch irgendwie komisch. Ja, okay. Muss man sich halt dann. Oh, die hätte ich da hochjagen können, oder? Komm mal wetten. Oh, der hat interessantes Zeug. Provisorischer Niedrigdruckanzug. Hephaistos. Techfertigkeit plus 5. Techfertigkeit plus 5. Leicht, mittel. Okay. Oh, naja, gut. Ausgebaut in der Niedrigdruckanzug. Nahkampfwaffen, Schloss knacken. Ja, gut, kann man ja mal. Alter, die Füße. Kann man ja mal behalten. So, und jetzt will ich noch gucken, ob ich ein Idiot bin. Ja, ich war ein Idiot. Gut, jetzt weiß ich, dass das geht. Und jetzt gehe ich da hinten hin. Und vorher nehme ich denn hier ihre Drogen weg. Meins. Meins. Mal wieder irgendwas abgestürzt da. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr mit dieser Zeitdilatation arbeiten.
Komme ich wahrscheinlich sogar. Ja. That moment when you want to press Q for Nahkampfattacke bis Schusswaffe. Gut, 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 gut. Zu viel schlagen tue ich auch immer. Was sind wir denn hier? Kampfdrohne. Die sieht aber kaputt aus. Oh. Wer wohnt hier denn? Niemand. Also kann ich das ja mitnehmen. Frozen Dinner. Vorgeschnittenes Brett. Brett. Ja. Beschädigter Wort. Roboterwachposten. Der wird doch hoffentlich nicht. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. I could probably fix that. I mean, if you wanted me to. Ja, leg los. Yep, I see the problem. His nav mod got dislodged. Must have taken a tumble. Just gotta give it a good push and wait for the click. There we go. Jeremy's good as new. Well, new by Spacer's Choice standards anyhow. His name's Jeremy, by the way. Navigation systems operational. Optimal path toward repair bay detected. Initiating self-diagnostics. Pavati, wieso hast du der Robotereinheit einen Namen gegeben? On account of I fixed him. And he's Jeremy on account of his helmet. Ah. It's like Jeremy, the officer in True Romantic Tales of the Space Guard. Ist das eine Aetherwellen-Serie oder so? Absolutely. I make a point to watch every Tuesday night. Be more careful out there, Jeremy! Self-diagnostics initiated. Please do not disturb. Ja, okay, da, ja, ne? Have fun. Have fun. Immer her mit dem Shit. Ich rauche ja sowieso alles. Alles und jeden. Aha. Plünderer-Hooligan. Okay, go quiet. Ja, das hast du aber mitgedacht, meine Liebe. So, und jetzt ganz leise. Hooligan und ein Anführer, oh, die scheinen... Die könnten krass sein. Eventuell. Ich glaube, da schalte ich mal lieber den Anführer erst aus. Ah! Da war noch einer. Der hält ordentlich was aus. Einer weniger, würde ich mal sagen. Hallo Freund, deine Pistole gehört bald mir. Second. Boom. Aha, ich kann dir also Kleidung geben, meinen Begleitern. Eine Klinge. Was hat der? Das Maschinengewehr. Mhm. Da weiß er Bescheid. Auch geil, dass ich den einen Typen natürlich erstmal nicht gesehen hatte. Das ist mal wieder typisch. Ein Sturmgewehr. Ja, ich würde sagen, das hat sich gelohnt. So, was haben wir hier? Maschinengewehr. Aha. Und ein Sturmgewehr. Das sind schwere, ich glaube. Alter! Treib halt völlig. Ja, nehme ich. Sind schwere Munition, ja.
Ich glaube, Havadi gebe ich mal. Ja, hm? Huh? Oder wir machen erstmal die Gespräche. Mir ist aufgefallen, dass du oft von deinem Vater sprichst, aber nie von deiner Mutter. That's on account of how I never met her. Wieso nicht? She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. So when I was born, I got sent here. Ist das normal? Well, I don't know about normal. Dad said she worked under some kind of special contract. It's sensible. Okay. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. Wahrscheinlich Informatik studiert, hm? du hast da vorhin etwas erwähnt, wonach ich dich fragen wollte. You mean about the mission being too clean? Soll sie denn nicht sauber sein? Immerhin ist sie ja eine Kirche. I know, but Vicker says the universe is a machine, that it runs by law. Real machines have gunked up oil, scratches, and worn bits. You can tell they've seen handling, been used by folk. The machine Vicker sees is one ain't never been run. It's not for people to live in. It's something on a museum shelf, under glass. Es handelt sich um eine Idealvorstellung. Es ist nicht die Realität, aber ein Zustand, den wir erreichen möchten. It just comes off cold to me, is all. Dann machen wir uns mal wieder an die Arbeit, ne? Ja, yeah, huh? Aber ich wollte noch sehen, nee, ich kann. Wieso? War denn damals mit Waffen ausrüsten? Ist ja auch egal. So, wir sind ein wenig vom Weg abgekommen. Haben das hier gelootet. Und ja, weiter geht's. Da liegt eine Leiche. Hat jemand meinen Job gemacht? Ach stimmt, die Trippklinge wollte ich noch angucken. Das wollte ich noch tun. Ja, gut, die ist jetzt also... So, also die sieht schon geil aus und so, ne, aber... Man betrachtet, wie wenig Schaden die macht. Oh! Die ist ja auch in einer... Gut, die macht... Bluten? Gut, die macht also ein bisschen 100 Schaden. Ja, nee, dann nehmen wir sie nicht. Beziehungsweise ich wollte den hier nehmen, ne? Ach, das ist so ein kleines... Okay. Ah, egal. Aha. Guten Tag. Hallo. Das war geil. Aber sehr munitionsintensiv. Dafür, dass es so wenig Schaden macht. Ja, gut. Wir haben jetzt auch immer den gleichen Kram dabei. Ein Jagdgewehr? Aha. Alter, wie geil sieht das denn aus? Alter! Das ist halt einfach ein Sharps. Ein Sharps mit Zielfernrohr. Denk daran, wenn du das T- und L-Jagdgewehr dabei hast, ist immer Jagdsaison. Ich würde sagen,
Es hat sich gelohnt. Oh, kriegst du ja den geklatscht, mein Freund. Plasmaschneider. Den kann ich aber nicht benutzen, oder warum ist das rot? Ja, da ist. Was heißt denn das? Oder. Nee, der hat bloß so einen Effekt. Fancy. Verbrennen. Ja, na, easy. Easy. Oh. Kann man sogar einfach direkt reingehen. Süßigkeiten. Kann ich davon was haben? Oh, jetzt eine Tüte Gummibären, das wäre schon. Nachrichten. Die sind mir egal. Moins. Alter, Leute. Gehst du 50 Meter von der Stadt weg und dann kriegst du da übelst die krassen Waffen, wo du dich nicht mal entscheiden kannst, welche du jetzt eigentlich nehmen solltest. Weil die alle voll geil sind. Hallo? Ah, da hinten kann man lang gehen. Raumschiff-Modell, was ist das denn? Erstmal ein Plasmagewehr, ey Leute. Kann noch ein bisschen das tragen. Ach ja, der Scheiß hier. Das gleiche. War jetzt hier gerade Raumschiff-Modell oder so? Das Teil. Oh, cool. Kann sich die Sache angucken. Schick. Ja, wow. Wow. Ah ja, okay. Man kann zoomen. Ja, Fleisch. Wer hätte es gedacht? Hier. Alter, lol. Übelst die Informationen. Alter, ist ja. Alter, ist ein Wurf bei Blocker. Ich bin auch blöd zu lesen, ey. Mal ehrlich. Ah, das ist eine schöne Klinge, ne? Ach ja. Ja, mehr. Wie ist das eigentlich, wenn ich sie jetzt haue? Ja, das interessiert sie eher weniger. Die da hinten hochgekommen. Gekonnt. Naja. Auf zu stöhnen. Ist ja nicht zum Spaß. Hab ich auch nicht. Von einem, ne? Doppelt hält besser, denken die sich, ne? Ah ja. Die Spieluhr. Ganz ehrlich, was gibt's eigentlich eine Map? Es gibt eine Map! Wir sind ein wenig. Ja gut, das geht ja. Das geht ja, wenn wir hier so lang gehen. Da sind wir ja gar nicht so abgekommen vom Weg. Na gut, machen wir das mal. Düdelüdelü. Da 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 da. Hallo. Na. Danke. Und was ist hier los? Nichts. Psst. Verlassenes Industriegebiet gefunden. Ja, nur dass das Geräusch irgendwie mir suggeriert, dass es nicht so verlassen ist. Wir sind halt schon echt krasse Dudes, ne? Wir gehen so weit raus. Ich grad. Krassen bekommen? Ja. Wieso auch?
natürlich cool.